Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Nur falls du daran gezweifelt hast. Aber wir müssen auch mit einem langbärtigen Mann abhängen. Da kommen wir noch gut voran. Dann bringen wir Mirabel gleich auch nochmal ihre Geschenke. Jo, einfach mal so eben Fisch fangen. Jo. Okay. Füttere ein Kaninchen. Geteilte Zeitveränderung. Will die nicht so ganz. Ein Kern ist aber auch kein Teil zur Zeitveränderung. Das sind da Punkte. Sachen doch noch schneller. Okay, eins haben wir, glaube ich, jetzt. Jo. Gibt aber nichts weiter. Kann ich mal gerade was essen? Wir brauchen ein Schwert. Bananen. Ich glaube, die brauche ich alle, die Sachen. Okay, wir brauchen mit Sicherheit nicht so viele Regenbogenforellen. Muss ich laufen? Ja, ich würde auf die andere Flussseite. Da sind noch ein paar Gnu-Knochen. So viel Zeit muss sein. Hey, ist ja noch mehr. Wie haben die ihn gegessen, bitte? Vorne. Wenn wir die Schaufel gerade noch haben. Machen wir das auch. Da ist ja doch mal genug Knochen. Spawnen die immer neu? Ja, wie verhext hier. Brauchst du einmal nicht hin, dann sind sofort irgendwie 5 neue da. Okay, dann kommen wir mal wieder zurück dahin. Glaube ich, alles Geschenke, die wir hier kriegen.
immer noch bei 1 von 3, ne? Jo. Ist doch nicht. Da haben wir wieder 1. Aber. Okay, das haben wir und dann haben wir auch das hier. Ich werde ein 4-Sterne-Koch. Okay, bringe der Wunde von Gassita ihre Lieblingsgeschenke. Das machen wir noch eben. Insel der Ewigkeit. Warum mit? Und also einmal nach Hause. Wir müssen sowieso Sachen ablegen. Energie haben wir auch nicht mehr, also. Alles in allem die richtige Entscheidung. Ein bisschen Zeug. Witze werde ich nicht brauchen. Bücher. Hier erstmal das hier. Den brauche ich aber auch nicht. Zack, 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 zack. Was zur Woche ein Schwert hatten wir noch gar nicht. Glaubst du, dass von meinen Schwertern in der Zeit mit etwas anderem kombiniert werden kann, um etwas Größeres zu erschaffen? So machen. Und Würfel haben wir auch nicht mehr. Das da rein. Haben wir wahrscheinlich aufgebraucht. Barschel. Können wir eigentlich, wenn wir am Tisch der Zeit sind... Spezial. Was wollen wir noch? Hier, Christoph, den haben wir noch nicht. Ruder aus Holz, lauter Eisstand, geprägtes Buch. Da wollen wir relativ viel. Und 5000 Nebelpunkte. Holy shit. Für Merlin, da wollen wir auch noch sehr viel. Skizzenbuch für Designs. La Lootfinder. Ja. So wichtig ist es erstmal nicht. Achso. Andere Sache ist wichtiger. Was will Mirabel denn haben? Charaktere. So. Ein Croissant, große Meeresfrüchteplatte und ein Smaragd. Croissant, große Meeresfrüchteplatte und ein Smaragd. Sollte alles nicht das Problem sein. Große Meeresfrüchteplatte hatten wir ja schon. Frage ist nur, worunter steht die? Hier ganz offensichtlich nicht. Dann noch Vorspeise. Große Meeresfrüchteplatte. Und ein Croissant. Haben wir das noch nicht? Haben wir noch kein Croissant freigeschaltet? Ich glaube, das ist ein DLC-Gericht. Croissant, Croissant. Doch, haben wir schon. Achso, aber Nachtisch. Einfach Weizen und Butter. War
auch so. Schon mal hatten. Nehmen wir die Sachen mal eben ab. Und ich würde sagen, dann können wir mal schauen, dass wir wieder ein wenig bei Mushu weitermachen. Mushu und Mulan. Mirabelle? Gerade essen, alles klar. Dann passt dir, dass wir ihr Essen bringen. Oh, hab ich vergessen. Bist ja auch da. Hätte ich fast vergessen. Hey! So, ich hab was für dich. Ein Smaragd. Ich bin so froh, dass... Dann haben wir eine große Meeresfrüchteplatte. Ja! Und ein Croissant. Nur zwei Geschenke haben wir darüber hinaus abgeschlossen. So. Das machen wir später. Jetzt erstmal wieder zu Mulan. Wo wir wieder irgendwelche von diesen Statuen finden. Eine. Da steht wieder eine. Die sind immer auch immer neu auf. Da haben wir ja nur Geld. Der Geld. Noch irgendwo eine? Zwei. Und das ist aber zwei. Nein, nicht du. Ich muss los. Hey, was geht? Sieh sie dir an, sie sind perfekt. Kein Eindringling wird es wagen, sich mit diesen kämpferischen Wächtern anzulegen. Jetzt muss ich sie nur noch in ihre Kiste packen, dann können wir sie nach ganz China schicken. 20 werden für ganz China reichen. Wir sollten eine... Da gab es einen Erdrutsch. Der Boden hat gebebt, was ist gerade passiert? Folge Mushu Mulan außerhalb des Lagers. Felsen blockieren die Straße. Ich wiederhole, Felsen blockieren die Straße. Ja, wir haben auch Augen im Kopf, keine Sorge. Ich habe Augen im Kopf. Schön, Mulan. Du tust dir doch weh, wenn du versuchst, das alles alleine zu bewegen, Mushu. Warum gehst du nicht nach deinen Drachenstatuen sehen? Kidma und ich finden eine Lösung. Okay. Du hast recht. Ich vertraue darauf, dass ihr beide einen Weg finden werdet, um den Tag zu retten. Hä? Es sieht so aus, als hätten wir eine Menge Arbeit vor uns, Kidma. Oh. Ich wollte Mushu nicht beunruhigen, aber dieser Erdrutsch, es ist schlimmer, als ich dachte.
Ich lasse ihn nicht im Stich. Wir bringen es gemeinsam in Ordnung. Großartig. Gut, dann lass uns loslegen. Als erstes müssen wir die Straßen im Fluss von den Trümmern des Erdrutsches befreien. Es ist an der Zeit, das ganze Training für einen guten Zweck zu nutzen, Kipma. Ich werde unser Gelände auf Schäden überprüfen. Viel Glück. Ich muss los. So. Aufheben. Buddeln. Nein, nicht drüber firmen. Das wegbuddeln. Das ist eigentlich, was wir hier kriegen. Brauner Sand. Können wir vielleicht später noch was machen mit den Sachen? Stein. Okay, haben wir alles? Und die Sandhaufen fehlen noch zwei. Oh, was ist das? Ich muss jetzt das Holz rausangeln. So ist es. Kurz warten, bis das Holz anbeißt. Zack. Okay, Holz haben wir dann aber fertig, ne? Jetzt brauchen wir eine Baumstelle. Ne, einer fehlt noch. Noch irgendwo einer im Wasser. Hier sind noch die zwei Sandhaufen. Liegt ja wieder alles voll. Einfach nach. Die Straße und der Fluss sehen toll aus, Kidma. Danke dir. Ich habe eine Menge Schäden und Schwachstellen in der Umzäunung entdeckt. Das Lager ist auf einen weiteren Erdrutsch nicht vorbereitet. Ich möchte sicherstellen, dass das nicht noch einmal passiert. Wo sollen wir anfangen? Lass uns ein paar Bäume pflanzen, um die Schäden des Erdrutsches zu beheben. Das dauert aber, bis die gewachsen sind, aber ich hätte ja theoretisch meinen Stab der Zeit. Ich grabe ein paar Löcher für die Samen. Und du kümmerst dich um die eigentliche Bepflanzung. Ich bin keine gute Gärtnerin. Hier sind einige Baumsamen. Mhm. Gut, ich kümmere mich um das Pflanzen und das Gießen. Auf Wiedersehen. Das Wildbaum ist jetzt aber weg. Das ist eigentlich ganz gut. Hier ist noch eins. Bringt die alle aufzusammeln immer. Lassen wir das mal. Jetzt noch ein noch. Eins fehlt noch. Ja. Mal das mal erkennen. So, sobald die Bäume wachsen, soll die Straße besser geschützt sein. Meine nächste Sorge sind Überschwemmungen.
Hast du schon eine Idee? Mhm. Ja, habe ich. Ich bin darauf gekommen, während du mit den Pflanzen beschäftigt warst. Wir stellen ein paar Sandsäcke her und platzieren sie an strategischen Orten. Das ist eine tolle Idee. Wie kann ich helfen? Kannst du die Sandsäcke herstellen, während ich mir überlege, wo ich sie am besten hinstelle? Du brauchst einige Phasen etwas braunen Sand. Den solltest du gesammelt haben, als du die Straße freigeräumt hast. Das ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Kein Problem. Mensch, Sandsäcke gegen Überschwemmung. Das ist ja eine völlig neue Idee. Sandsäcke. Bitte schön. Danke, Kidman. Die sind perfekt. Komm mit, dann können wir sie aufstellen. Lass uns bald mal wieder quatschen. Hm? Ja, okay. Ich denke, das hier ist der beste Platz für die Sandsäcke. Das sollte nicht lange dauern. Wow. So, ich denke, wir haben alle mögliche... Oh, Entschuldigung. Wir haben alles Mögliche getan, um das Lager zu schützen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Kidman. Du bist ein wirklich wertvoller Rekrut. Ich schätze, die Frage ist, was kommt als nächstes? Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Die Schüler sind weg, das Lager ist geschützt. Ich muss dir etwas gestehen. Okay. Ich bin nicht wirklich ein Rekrut. Oh. Bist du nicht? Warum bist du denn hier? Warte, bist du ein Spion? Ich bin kein Spion. Ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley. Das ist ein wirklich schönes Dorf mit vielen tollen Leuten. Ich finde, du solltest dich mir anschließen. Es gibt jede Menge Abenteuer zu erleben. Mhm. Das klingt interessant. Ich nehme an, ich habe Zeit für einen Besuch. Und ich bin immer für ein Abenteuer zu haben. Wir müssen nur erst sicherstellen, dass bei Mushu alles in Ordnung ist. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Guck mal, der hat dich schon eingepackt. Hey, was geht? Es ist alles in gutem Zustand, Mushu. Die Lage ist immer im Griff. Du bist eine Lebensretterin. Ich bin männlich, aber okay. Oder sollte ich sagen, ein Statuenretter? Ha! Bäume pflanzen, Sandsäcke, großartige Strategie. Dieser Erdrutsch hat die Dinge aber wirklich durcheinander gebracht. Wie sage ich immer, etwas Risikominderung ist besser als einen großen Rückschlag zu erhalten. Ich sage das nicht wirklich, aber es hört sich gut an, oder? Das ist witzig. Wie auch immer, wir können viel mehr zur Risikominderung machen. Du willst gerne weitere Erdrutsche verhindern? Ja, wir müssen diese Straße schützen. Straßen sind wichtig, weißt du? Die Adern von China. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Tasty. Hallöchen, ich grüße dich. Ich hoffe, auch dir geht es gut. Deshalb habe ich nachgedacht. Wie wäre es, wenn wir eine große Mauer herstellen, um die Straße vor zukünftigen Erdrutschen zu schützen? Du willst eine große Mauer herstellen, ja? In China. Entschuldigung. Naja, ich habe eine Menge Holzscheiter aufgesammelt, als wir die Straße aufgeräumt haben. Wie wäre es mit einem Zaun? Geht für mich in Ordnung. Du stellst den Zaun her und ich bereite das Gelände vor. So, 25 brauchen wir aber insgesamt. So, weißt du was? Dann angeln wir erst nochmal den, der hier Wasser liegt. Oh, guck mal, die sind gewachsen. Oh, guck mal, ganz viele Kirschblütenbäume. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Ich will die sowas von in Dreamlight Valley haben. Okay, das sieht schon cool aus. Wie haben wir jetzt? 20. Da sind noch einige im Wasser.
woher kam dieser Erdrutsch eigentlich? Das war... Es gab ja kein Regenereignis oder sonst irgendwas. Also irgendein Wetterereignis, was so einen Erdrutsch ausgelöst hat. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber wer bin ich denn, der in einem Disney-Universum derartige Dinge hinterfragt? This is magic. Da hätten sie auch noch mal im Wasser schwimmen. Guck mal, zwei Sachen noch. Da haben wir die 25 zusammen. Und by the way, auch wieder schön aufgeräumt. So, reicht's für den einen noch? Nein. Jetzt schon. So, dann haben wir 25 zusammen und können jetzt den Zaun herstellen. So, Möbel, Zäune, Holzzaun, schmiedeeiserner Zaun. Holzzaun. Der ist dann wahrscheinlich so riesengroß. Interagieren. Ja, läuft. So. Übung. So ist das nun mal. Wächter, das bin dann wohl ich. Der Zaun ist fertig. Ich wusste, du schaffst es, Kipmer. Ja, es ist an der Zeit. Mola und ich haben all unsere Rekruten ausgesendet. Unsere Statuen sind bereit, verschickt zu werden. Wow, ich fühle gerade einiges. Okay. Lass uns, gib mir das Signal, dass die Ladung bereit ist, ausgeliefert zu werden. Ich glaube, dieser Teil wird dir gefallen, Kipmer. Folge mir. Wir sprechen uns später. Aber das sieht doch jetzt voll hässlich aus. Ja. Sehr cool. Ein kleines Feuerwerk. So, ein schöner Moment. Was? Ein starker Drache hat keine Angst zu weinen. Ich warte hier auf den Lieferwagen. Warum schaust du nicht nach Mulan? Sieh nach, ob es noch etwas zu tun gibt, bevor wir gehen. Und nicht vergessen, meld dich mal. Wie ist diese Grundstimme cool? Ach, wir brauchen noch den Schlüssel. Ich bin fast soweit. Ich habe mich gefragt, ob es in deinem Tal einen Platz für uns gibt. Zelten ist in Ordnung, wenn wir trainieren, aber wenn wir eine Weile dort bleiben, wäre es toll, ein Haus zu haben. Ich bin mir auch sicher, dass Mushu das ebenfalls gefallen würde. Er mag es nicht gerade, wenn es hart auf hart kommt. Klar, kann ich machen. Na denn, wir sehen uns. Oh, ja, Schlüssel. Okay, vielleicht liegt ihn aber auch erst später, wenn wir sie auf Stufe 10 haben oder sowas. Erledigen den Rest von Mulan, während Mushu auf den Lieferwagen wartet und wir sollen jetzt das Haus bauen. Ja. Die Frage ist, wo wohnt Mulan denn? Was bietet sich denn an? Was ist denn so das beste Gebiet, um Mulan wohnen zu lassen? Das ist eine schwierige Entscheidung. Wir gucken mal. Möbel. Also, ich meine, die sonnige Ebene bietet sich natürlich immer an. Das würde theoretisch schon klar gehen. Die vergessenen Lande, da sehe ich sie irgendwie nicht so. Der Wald. Ah, ist schon relativ voll. Eisige Höhen aber auch. Scheiße. Es wird allgemein voll hier im Valley.